Was lohnt sich und was nicht? Isnot TV, Partner von Nachrichten, stellt deshalb jede Woche hier die besten Neustarts auf Amazon vor. Weiter unten kannst du selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr über deine Streaming-Lieblinge erfahren. Glühwein, Plätzchen, eine kuschelige Decke, und was fehlt noch? Der passende Film oder die passende Serie dazu. Amazon macht den vorweihnachtlichen Abend perfekt und stimmt mit dem Weihnachtsklassiker tatsächlich Liebe so richtig ein. Romantisch geht es auch in der zweiten Staffel von Redworks weiter und das Biopic Mein Leben mit Robin Hood erzählt von einer Hollywood-Größe, die mit ihrer minderjährigen Affäre für Aufsehen sorgte. Weiterhin emotional bleibt es in der Tragikomödie Ein Mann namens Ove, in der ein alter Mann in einer neuen Freundschaft wieder einen Lebenssinn findet. Wer die Gefühlsduselei satt hat, holt sich seine Ladung Action mit Jason Bourne ab. In London entwickeln sich parallel in der Vorweihnachtszeit 10 Geschichten über die Liebe, die sich am 24. Dezember miteinander verbinden. So verliebt sich der Premierminister, Hugh Grant, in seine Saphir-Dame Natalie, Martine McCutcheon, die Schwester, Emma Thompson, des Premierministers hat Eheprobleme, weil sich ihr Ehemann, Alan Rickman, den Avancen seiner Angestellten, Heike Makatsch, nicht entziehen kann und ihre Kollegin Sarah, Laura Linney, ist seit Jahren heimlich in ihren Schwarm verliebt. Das Biopic erzählt über die letzten Tagen im Leben von Hollywood-Legende und Robin Hood-Darsteller Errol Flynn, Kevin Kline, und über seine umstrittene Beziehung zu Beverly Atlant, Dakota Fanning. Beverly schmuggelte sich im Jahr 1957 als 15-Jährige mit einer gefälschten Geburtsurkunde in die Warner Bros. Studios und erhielt dort tatsächlich einen Job. Dort lernte sie den Star Errol Flynn kennen und begann eine Affäre mit ihm, welche vor allem ihre Mutter Florence, Susan Sarandon, begrüßte. Doch als die Beziehung an die Öffentlichkeit kommt, nimmt alles ein schnelles Ende. Jeder kennt diesen einen unzufriedenen, alten Nachbarn, der sich über falsche Mülltrennung beschwert, Falschparker meldet und über jegliche Fehltritte der Nachbarschaft meckert. Der grantige Rentner Ove, Rolf Laskert, ist genauso ein Nachbar, doch sein nerviges Verhalten hat einen traurigen Grund, er konnte den Tod seiner geliebten Ehefrau nie richtig verkraften und hat seitdem unzählige Selbstmordversuche hinter sich, die immer wieder durch höhere Gewalt verhindert wurden. Auch als er erneut versucht, sich zu erhängen, nieten die neuen Nachbarn seinen Briefkasten um. Er verschiebt seinen Selbstmordplan, um die Nachbarn zurechtzuweisen, doch dann passiert etwas Schönes, Ove und die Nachbarin Pavane, Bahapas, werden Freunde und Ove erkennt, dass es noch Dinge gibt, für die es sich zu leben lohnt. Um sich sein Studium an der New York University zu finanzieren, arbeitet David Miles, Kai Kroberts, im noblen Country Club Redworks als Aushilfstennislehrer. Davids Vater möchte, dass er mal in seine Fußstapfen tritt und das Familienunternehmen übernimmt, doch David weiß gar nicht, was er im Leben will und beschäftigt sich noch mit den großen Fragen: Wer bin ich? Wo komme ich her? Und wo gehe ich hin? Jeder der Menschen im Redworks gibt ihm Ratschläge für das Leben, doch er droht, an all den gut gemeinten Ratschlägen zu ersticken. Ein anderer Faktor macht es ihm dabei nicht leichter, die Liebe. Als sensible Daten der CIA verschwinden, wird die Situation mit der Warnstufe könnte schlimmer sein als bei Snowden beschrieben. Dabei gerät Jason Bournes, Matt Damon, alte Verbündete Nikki Parsons, Julia Stiles, ins Visier des Geheimdienstes, die mit Hochdruck unter Leitung des CIA-Chefs Robert Devere, Tommy Lee Jones, gesucht wird. Sie tut sich wieder mit Bourne zusammen, der bereits eine neue Identität hat. Sie will ihn vor einem neuen Agentenprogramm warnen, doch beide wissen nicht, sie werden nicht nur längst beobachtet, sondern auch von einem Auftragskiller, Vincent Castle, verfolgt. Das könnte euch auch interessieren, Netflix, diese Serien- und Filmhits sind im Dezember neu, dabei der junge Farmer Ragnar, Travis Fimmel,
sehnt sich danach, neue Zivilisationen jenseits des Westens zu plündern, doch der Stammesführer Jarl Haraldsson, Gabriel Byrne, beharrt darauf, sich auf die vertrauten Regionen zu konzentrieren. Heimlich macht sich Ragnar mit treuen Männern davon und fällt schließlich in England ein. Zwar zieht er mit diesem Raubzug den Zorn von Jarl Haraldsson auf sich, doch er wird somit auch gleichzeitig einer der größten Wikingerkrieger aller Zeiten. Berlin, 1956, Katharina Schöllack, Claudia Michelsen, vertritt ein konservatives Weltbild und lebt es sowohl beruflich in ihrer Tanzschule aus als auch privat. Von ihren Töchtern erwartet sie gut situierte Ehemänner und die brave Eingliederung in die Gesellschaft. Doch Monika, Sonja Gerhardt, entdeckt den Rock'n'Roll, Helga, Maria Erich, erfährt, dass ihr Mann schwul ist und Eva, Emilia Schüle, verliebt sich trotz bevorstehender Hochzeit in einen anderen, in Fußballer Rudi Hauer, Steve Weindolf, der schon verheiratet ist und dazu auch noch aus dem Ostteil der Stadt. Charlie Brown, Lucy, Snoopy, Schröder und der Rest der Peanuts-Gang erleben jeden Tag die skurrilsten und lustigsten Geschichten. Dabei dreht sich alles um den Hauptcharakter Charlie Brown, der lammfromm, nervös ist und es an Selbstvertrauen mangelt. So schafft er es nicht, einen Drachen steigen zu lassen oder einen Fußball zu kicken, den seine jähzornige Freundin Lucy hält. Tarzan, Alexander Skarsgård, hat schon lange sein Leben im Dschungel hinter sich gelassen, um mit seiner geliebten Frau Jane, Margot Robbie, unter seiner neuen Identität, als britischer Adeliger John Clayton III, in der Zivilisation zu leben. Eines Tages erhält er den Auftrag, als Sonderbotschafter in den Dschungel zurückzukehren. Dabei ahnt er noch nicht, dass er nur als Schachfigur einer Intrige missbraucht wird. Für Waisenmädchen